Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Präsentation. Und hier möchte ich dir eine einzigartige Gelegenheit vorstellen, die ich dir in den nächsten 10 Minuten vorstellen möchte. Und dabei handelt es sich um den Platin Coin. Und der Platin Coin gehört zu der PLC Group AG. Also es handelt sich dabei um eine Schweizer AG, sprich also mit sehr großen finanziellen Ressourcen, und dahinter stecken drei Gründer aus Berlin. Und ich möchte dir direkt zeigen, wie überhaupt die Idee Platin Coin entstanden ist und was denn hinter dem komplexen System, dem komplexen Kryptosystem hinter Platin Coin steckt, denn das wird dich echt umhauen. Ja, wie ist denn die Idee entstanden? Ich denke, jeder oder viele kennen dieses begeisternde Beispiel des Bitcoins. Und zwar, wer jetzt im Jahre 2009 in ein paar hundert Euro in Bitcoins investiert hätte, der wäre heute im Jahre 2017 Multimillionär. Denn heute beträgt der Kurs knapp 975 Euro. Das muss man sich an der Zunge zergehen lassen. 975 Euro pro einem Bitcoin. Und 2009 war das ja noch im Cent-Bereich. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie groß denn die Akzeptanz gewachsen ist in den letzten 8 Jahren, allein nur bei dem Bitcoin. Jedoch, wie ist der Kryptowährungsmarkt jetzt in den letzten 8 Jahren entstanden? Aktuell haben wir mittlerweile 3000 Kryptowährungen auf dem Markt. Und wir haben mittlerweile ein Marktvolumen von mehreren Milliarden Dollar. Und immer mehr Staaten diskutieren darüber, wie sie die Kryptowährung und die Blockchain-Technologie effizient nutzen können. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel jetzt ganz, ganz aktuell. Am 16. Februar 2017 wurde in Japan beschlossen, dass Bitcoin als legitimes Zahlungsmittel akzeptiert wird, was auf jeden Fall die Akzeptanz gewaltig nach vorne schieben wird. Und wenn wir jetzt allein nur die Top 10 Kryptowährungen anschauen, dann haben allein die Top 10 ein Marktvolumen von über 25 Milliarden US-Dollar und die Tendenz ist weiterhin steigend. Und wir haben gerade aktuell den Wild Wild West Status, kann man sagen, denn wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, was damals die Internetwelt produzierte, zwischen 1990 und 2000 wurden wirklich Tausende von Millionären geschaffen, und diese Zeit, die Kryptoindustrie heute, ist wie das Internet in den 90er Jahren. Das heißt, wir haben aktuell noch wenig Regeln und riesige Erfolgschancen, bis das Ganze komplett reguliert wird, wie jetzt heute das komplette Internet. Doch, ja, wie gesagt, anhand dieses Wild Wild West Beispiels lockt natürlich die Zukunft, aber in Wirklichkeit ist es auf jeden Fall hart, denn das Unternehmen von Platin Coin hat jetzt die meisten Aktivitäten der meisten Player analysiert auf dem Kryptowährungsmarkt und hat folgende kritische Problempunkte festgestellt. Zum einen haben viele Coins da draußen keine richtige Technologie dahinter. Dann haben sehr viele Unternehmen oder Coins keine Akzeptanzstellen. Ja, das heißt, es entsteht kaum Angebot und Nachfrage. Dann haben auch viele keine Community. Ja, das heißt, genauso das Thema mit der Akzeptanz. Oder die Coins haben auch keine Aktiva dahinter, das heißt, keinen realen Bezug dahinter. Und dann muss ja auch die Unabhängigkeit von Banken hergestellt werden. Also einige haben da draußen keine Unabhängigkeit von Banken. Und vor allem einer der wichtigsten Punkte, das Thema Legalität. Ja. Dieser Kryptowährungsmarkt bei vielen Coins da draußen oder bei vielen Unternehmen da draußen ist im grauen Bereich oder sogar im illegalen Bereich unterwegs. Und diese 6 Punkte hat eben Platin Coin festgestellt und hat dafür Lösungen gefunden. Und diese Lösungen möchte ich dir jetzt in den folgenden Folien kurz vorstellen. Ich werde nicht ins Detail eingehen, denn es sollte nur eine kurze Präsentation darstellen. Ja, und zum Punkt 1, zum Thema zukunftsträchtige Technologien, hat das Unternehmen rund um Platin Coin eine Hybrid-Blockchain auf die Beine gestellt. Das heißt, das Team besteht jetzt nicht nur aus diesen drei Gründern, die haben in 5 verschiedenen Ländern
Insgesamt ein über 30-köpfiges Team und die meisten davon sind richtige Softwareentwickler. Und wie gesagt, die haben diese Hybrid-Blockchain entwickelt und mit einem Proof of Work und Proof of Stake-Verfahren. Dann haben die sogar ein patentiertes PLC Secure Wallet geschaffen. Das heißt, es ist eine sichere Geldbörse, wo sie ein Patent dafür angelegt haben. Dann wird es ein super Thin Wallet, also eine sehr leichte Geldbörse mit lokaler Key-Sicherung geben. Dann werden die eine dezentrale Börse schaffen und vor allem, was mir sehr gut gefällt, eine PLC Secure Box, wo man 10% am Minting profitieren kann. Minting bedeutet, dass man ja quasi, wenn man Platin Coins besitzt, dass man auf die Platin Coins nochmal 10% pro Jahr obendrauf bekommt, wenn man diese Secure Box benutzt, einfach ausgedrückt. Und die haben sogar ein Offlet Wallet kreiert, wo man sogar mit Coins bezahlen kann, ohne Internetanschluss. Das muss man sich zergehen lassen. Das haben wir live in Berlin gesehen, wo uns das vorgestellt worden ist. Und genau, und eines möchte ich euch zeigen: Diese Secure Box, die sieht so aus, ja. Die hat knapp die Größe von einer Fritzbox, eher so die Hälfte von einer Fritzbox. Und die schließt man ganz normal über das Netzkabel an und profitiert quasi am Minting 10% jährlich. Und allein diese Entwicklung, ja, unabhängig jetzt von dem Coin selber, allein diese Entwicklung wird auf dem Markt mega Welle schlagen, denn diese Kryptoszene, da springen sehr, sehr viele Miner immer drauf auf und mit so einer Box, ja, kann man, also wird es sehr, sehr viele, vor allem im asiatischen Bereich, werden da sehr, sehr viele aufspringen, wodurch wir sehr viele Knotenpunkte wieder geschaffen werden und wodurch einfach ein großes Netzwerk entsteht und ein großes Transaktionsvolumen entsteht und wir auch ja das Angebot und die Nachfrage wachsen wird. Dann Thema soziales Netzwerk, Thema Community. Es wird von Beginn an ein soziales Netzwerk im ersten Step geschaffen, wo jedes Community-Mitglied seine Business-Accounts anlegen kann und natürlich sein eigenes Unternehmen bewerben kann. Und dann können dort vor auch kann eigene Werbung platziert werden mittels AdPoints und es wird sogar ein Vergütungsmodell dazu aufgesetzt. Und es wurde ein Modell geschaffen, wo auch wenig oder kein Spam auf der sozialen Plattform herrschen wird. Thema reale Aktiva. Dazu wird die Company im nächsten Jahr bereits eine Crowdfunding-Plattform schaffen, wodurch Startups oder Unternehmen finanziert werden von der PLC Group selber und in dem Moment, wo sie die finanzieren, müssen die auch als Zahlungsmittel oder werden diese Unternehmen natürlich als Zahlungsmittel auch den Platin Coin akzeptieren müssen und somit werden weitere Akzeptanzstellen geschaffen, aber vor allem eine reale Aktiva, denn das Unternehmen investiert nicht nur Unternehmen, wie gerade erklärt, sondern auch in Edelmetalle und anderen Beteiligungen. Und dadurch hat die PLC Group unterstützt somit den Kurs von dem Platincoin mit einer realen Aktiva. Und das habe ich persönlich selber noch bei keinen anderen Coins gesehen. Das ist wirklich eines der Alleinstellungsmerkmale von diesem Coin. Ja, dann wird es noch einen PLC-Market geben. Kann man sich wie einen Online-Shop innerhalb der Platincoin-Plattform vorstellen, wo verschiedene Kryptowährungsunternehmen oder verschiedene Unternehmen allgemein sich ansiedeln können, anknüpfen können und mittels Platincoin dann natürlich gekauft und verkauft werden kann. Dieser Market soll im Jahr 2018 dann auch auf die Beine gestellt werden. Das heißt, Thema Marktplatz ist auch abgehakt. Und was ganz, ganz Besonderes, was uns auch in Berlin vorgestellt worden ist, es wird eine Unabhängigkeit von Banken geben, denn die PLC Group hat es geschafft oder ist kurz davor, eine eigene Payment-Institution zu gründen, wo man Ein- und Auszahlungen mit Fiat-Währungen machen kann, also mit Euro, US-Dollar und anderen Währungen, die wir da draußen kennen und somit dann in das komplette System, was wir hier haben, das komplette Platin-Coin-System
hier effizient nutzen können und unabhängig hier von Banken sind und jeder hier auch dann IBAN-Konten anlegen kann oder für Kunden angelegt werden können und später dann auch natürlich gewisse Debitkarten und so Debitkarten ausgegeben werden können, die man nutzen kann an jedem Bankautomaten. Ja, Thema Legalität. Also Platincoin oder die PLC Group hat hier eine gigantische Akademie auf die Beine gestellt. Es werden zum Start hin eine umfangreiche Online-Plattform geben mit mindestens 100 Videos zum Thema Blockchain, Network-Marketing, Online-Marketing, wie man kommuniziert und Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, man bekommt hier ein Mindset mitgeliefert und bildet sich innerhalb der Akademie in diesen verschiedenen Bereichen weiter. Und diese Videos, also diese Videos werden auch von richtigen Profis abgedreht, um eben die Menschen, die hier davon partizipieren, voranzubringen. Ja? Und das ist eben der Schlüssel zur Lösung der Rechtsfrage, die hier gegeben ist. Es wurde auch in Berlin uns der Schweizer Anwalt live geschalten, wo uns nochmal versichert hat, dass wir das Platincoin aktuell zu den aktuellen Gegebenheiten auf jeden Fall im legalen Rahmen ist. Und sollten irgendwelche anderen gesetzlichen Änderungen eintreten, dann würde auch da die PLC Group AG sofort reagieren und agieren. Ja, und wie wir jetzt festgestellt haben, ist der Platincoin ein innovatives Kryptosystem, wo eine sehr zukunftsträchtige Technologie hat, eine riesige Community aufbauen wird, reale Aktiva dahinter steckt. Ich meine, die werden jetzt mit einer zweistelligen Millionensumme an Marktkapitalisierung bereits starten. Dann haben die einen enormen Absatzmarkt und sie sind auch unabhängig von den Banken sowie es auch ein legitimer Rechtsrahmen gegeben. Und wie gesagt, alle Partner können von diesen vier Bausteinen von diesem innovativen Kryptosystem profitieren, was den Platincoin vereint. Und viele stellen die Frage, ja, woher kommt denn das Geld genau? Und das möchte ich noch an einer Folie kurz hier präsentieren, wie denn Platincoin die Monetarisierung herstellt. Zum einen Verkauf von Business-Paketen, sprich man kann als Mitglied davon partizipieren, wenn man hier jetzt Business-Pakete einkauft und der Einstieg ist sehr, sehr gering. Das heißt, das kleinste Paket kostet 5 Euro und das größte kostet 5.000 Euro. Und man kann natürlich auch mehrere große Pakete einkaufen. Also da ist nach oben kein Limit jetzt gegeben. Dann werden Einnahmen aus dem sozialen Netzwerk generiert, über Werbung, Premium-Accounts etc. Dann Einnahmen natürlich aus der Crowdfunding-Plattform und natürlich durch die das Unternehmen investiert ja in Unternehmen und wenn diese Unternehmen auf dem Markt natürlich auch erfolgreich werden, hat ja die Company eine Beteiligung davon. Dann entstehen natürlich auch Einnahmen aus dem Online-Shop und wir haben natürlich diese reale Aktiva, wo das Unternehmen auch Gewinn hat von diesen Unternehmen und durch die Beteiligung und durch das Investment in Edelmetalle, das sie durchführen. Nochmal kurz das PLC-Geschäftsmodell nochmal kurz dargestellt. Also das Fundament, was die Company hier bildet, ist eben das Businessmodell, mit dem Social Network, die Academy und dem Market. Und die Säulen wird dann diese Payment-Institution sorgen. Ja? Und darauf haben wir dann dieses Investment-Portfolio und all diese Komponenten zusammen werden den Kurs von Platincoin stabil nach oben drücken. Und das sorgt natürlich dann für mehr Gewinn, für mehr Wachstum. Und es ist eine wirklich geniale Strategie, die dahinter steckt. Und eine Sache, eines der stärksten Alleinstellungsmerkmale möchte ich hier nochmal hervorheben und zwar ist es der Rücknahme Platincoin Kurs. Und zwar Platincoin wird
mit einem Kurs von 10 Cent starten. Ja, also das heißt, wenn man ein Business-Paket für 5 Euro holt, dann bekommt man 50 Coins beispielsweise. Ja, und sobald Platin Coin einen Wert von knapp 1 Euro erreicht, tritt der Rücknahmekurs in Kraft. Was bedeutet das? Dadurch, dass Platin Coin reale Aktiva hat, also Investments in Edelmetalle und Unternehmen, haben die einen realen Wert, also einen realen Bezug zu dem Coin. Das heißt, sollte der auf 1 Euro dann sein, dann würde Platin Coin, also das Unternehmen, die PLC Group, würde dann jederzeit zu einem Rücknahmekurs die Coins abkaufen. Okay, ich hoffe, das versteht jeder, denn dann hat man auf gar keinen Fall dann hat man gar keinen Totalverlust in diesem Sinne, sprich, wenn man jetzt Coins eingekauft hat und die irgendwie auf dem offenen Markt nicht los wird. Ja, denn, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, Platin Coin wird auch auf dem offenen Markt im August oder September da sein. Ja, und sollte jetzt jemand auf dem offenen Markt den Platin Coin nicht loswerden können, dann sagt die Company, hey, wir kaufen dir den Coin zu einem Rücknahmekurs ein und der würde sich dann zum Beispiel bei 20 Cent liegen, bei 1 Euro, ja, ich kann jetzt hier keine richtige Prozente sagen, aber ungefähr, ja, und das ist ein mega Game Changer, ne? Denn überleg mal, wenn auf dem Kurs, der Kurs irgendwie 2 Cent, 5 Cent oder 10 Cent sein sollte, aber das Unternehmen es für knapp 20 Cent abkaufen würde, ja, dann würde ja keiner mehr auf dem offenen Markt verkaufen, sondern es bei der Company verkaufen, ja, und dadurch wird quasi der Kurs gezwungen, hochzugehen, ja. Ich hoffe, das wird jetzt in dieser, also habe ich jetzt in dieser Folie einigermaßen darstellen können, was das dann für eine, ja, eine revolutionäre Idee ist, die dahinter steckt mit diesem Rücknahme-PLC-Kurs, ja, und gleichzeitig, obwohl das auch die Company oder der Platin Coin auch auf dem offenen Markt sein wird, wird trotzdem dieser Rücknahmekurs seitens der Company angeboten. Ja, es ist mega, mega geil, denn ich habe das bei anderen Unternehmen oder bei anderen Coins in der Form noch gar nicht gesehen. Ja, und wie sieht die Planung aus? Ja, aktuell am 11. Mai wird es eine Pre-Launch geben und man erwartet bis zum 11. Oktober eine Mitgliederanzahl von 300.000 Partnern. Allein 60.000 davon sollen bezahlte Accounts sein. Wenn wir jetzt bis zum Jahr 2020 schauen, da erwartet sich die Company 5 Millionen Mitglieder, wovon 1 Million bezahlte Accounts sind. Und das ist wirklich mega gigantisch, was da auf uns zukommen wird. Und was ist die Planung für dieses Jahr von dem Unternehmen, wie der Kurs sich von Platin Coin entwickeln könnte? Zwar der Startkurs, wie gesagt, wird 10 Cent betragen und die Kursprognose für den 31.12. hat die Company auf 1 Euro gelegt. Also bis zum Dezember sollte sich der Kurs um das Zehnfache steigern. Und allein fürs nächste Jahr, Ende nächsten Jahres, soll es sich nochmal verzehnfachen auf 10 Euro. Das heißt, wir hätten innerhalb von knapp 1,5 Jahren eine Steigerung vom Hundertfachen und das wäre richtig genial. Daher ist es sehr wichtig oder ist es auf jeden Fall eine Chance, eine einmalige Chance, hier von Anfang an dabei zu sein und mit zu partizipieren. Und wer darüber hinaus, also wer nicht nur diese Coins haben will, ja, wer darüber hinaus noch ein wenig Geld verdienen will, dafür gibt es noch ein Network-Marketing-Konzept bzw. Affiliate-Marketing-Konzept bis zu 11 Ebenen hinweg, wodurch man bis zu 38% daran verdienen kann. Und ich muss sagen, ich selber aus Erfahrung kann sagen, dass das ein sehr starker Marketingplan ist. Da draußen gibt es auf jeden Fall deutlich schwächere auf dem Markt und wir befinden uns hier auf jeden Fall im überdurchschnittlichen Provisionsausschüttung und das ist sehr, sehr genial und sehr lukrativ für die Partner, die hier natürlich noch aktiv sich beteiligen wollen und Platin Coin da draußen empfehlen wollen. Dann gibt es natürlich noch ein Bonusprogramm dazu. Hier werde ich jetzt nicht detailliert eingehen, aber man kann sich da auf jeden Fall noch auf schöne Rangbonus freuen, bis zu 1 Million Euro.
einem Autoprogramm und Reisen. Wie sieht jetzt die Timeline aus? Ja, ich habe jetzt nur eine kurze Timeline für euch. Das heißt, es hat davor, vom 3. bis 7. April, haben die Meetings mit den Leadern stattgefunden. Es waren allein da, dort waren es knapp 400 bis 500 Leader vor Ort aus verschiedensten Ländern, die jetzt eben mit ihren Teams heute starten werden. Das heißt, die Präsentation nehme ich gerade heute auf und heute kann man sich kostenlos registrieren. Deswegen hast du heute die Chance, mit hier zu partizipieren. Das heißt, heute haben wir erstmal die kostenlose Registrierungsphase. Du kannst also, wenn du es selber auch weiteren empfehlen willst, kannst du auch anderen Leuten davon erzählen und kostenlos dein Team oder deine Leute um dich herum positionieren und davon erzählen. Du kannst gerne dazu als Erklärung dieses Video natürlich weiterteilen. Und am 11. Mai ist dann das Stichdatum, ab dem 11. Mai kann man dann die Pakete, die Business-Pakete kaufen, wo man auch natürlich dadurch Platin-Coins bekommt. Und wie gesagt, ab dem 11. Mai wird der Kurs mit 10 Cent starten. Daher ist wirklich jetzt die Chance, mitzumachen und sich noch kostenlos registrieren zu können. Und ja, wir sind nun am Ende angelangt und ich möchte einfach mich nochmal bedanken, dass du jetzt hier die Präsentation dir angeschaut hast. Und ja, die Zeit ist jetzt. Ja, ich meine, jetzt haben wir die Möglichkeit, von so einer Chance zu partizipieren, von so einem Unternehmen zu partizipieren. Denn ein Unternehmen mit solchen Ressourcen, vor allem mir war wichtig, die finanziellen Ressourcen, die das Unternehmen hat und vor allem auch die technologischen Ressourcen. Und das hat dieses Unternehmen, ja, denn mit diesen zwei großen Faktoren kann dieses Unternehmen diese großen Projekte, diese große Vision, die sie haben, stemmen. Und daher kann ich persönlich das empfehlen, hier mitzumachen und hier auf jeden Fall sich zu beteiligen. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals. Du kannst direkt hier unter diesem Video auf den Link oder Button klicken und dich kostenlos anmelden. Und alle weiteren Informationen bis zum 11. Mai wirst du natürlich von uns bekommen. Wir haben selber ein eigenes starkes Online-Marketing-Team und können dich jederzeit unterstützen mit Folien, mit Präsentationen und so weiter. Deswegen klicke direkt hier unter dem Video auf den Link oder auch über dem Video oder auf den Button und melde dich direkt bei unserem Team an und wir werden dich vollstens unterstützen. In diesem Sinne, bis dann, ciao.